Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen, hier zurück zu Europa Universalis 4 mit dem Königreich Gottes. Wir greifen die Mamelucken an und haben an unserer Seite Kastilien. Die Mamelucken wiederum haben, ja, Dawazir, Jemen, Marokko und Tlemcen an ihrer Seite. Wir sind aber auch schon jetzt hier an ihrer Hauptstadt angekommen, in Kairo. Und werden hier versuchen, Kairo so schnell wie möglich zu nehmen. Währenddessen ich noch versuchen werde, meine Armeepotenziale weiter zu steigern. Wir haben beim letzten Mal auch gepowertecht, könnte man sagen. Unglaublich schnell die offensiven Ideen durchgeprügelt, weil wir gerade eben 14 Militärpunkte pro Monat generieren. So, Tabuk ist nicht mehr tabu, sondern von uns eingenommen worden, ausgezeichnet. Wir können jetzt dadurch jetzt hier hingehen schon mal. Und ich möchte jetzt hier meine Truppen einfach mal hier zusammensammeln. Ach nee, ich komme nicht weiter. Okay, dann muss ich erstmal die Stadt hier nehmen. So, das Wichtige ist, dass ich jetzt hier diese Festung genommen habe. Was ist das hier? Al-Kahira. Also nicht Al-Qaida, sondern Al-Kahira. Plünderung von Al-Kahira. Traditionell wurden unsere Armeen erwartet. Blabla. Ich finde es halt echt doof, dass ich dafür jetzt halt Geld rausschmeißen muss. Aber egal, ich bekomme Armee-Professionalität. Hey, ist ja, durch die Plünderung sollte ich halt Kohle kriegen und nicht sie und ich nicht verlieren. Das ist ein System, das ich einfach seltsam finde. So. Wir können jetzt da noch hingehen. Du gehst da noch hin. Ich halbiere diese Armee hier schon mal. Kann ich schon mal anfangen hier zu belagern. Und habe gleich hier nochmal 1000 Mann erwischt. So, nächstes Gebiet besetzt. Ich glaube, die Mamelucken sind Geschichte, Freunde. Die sind Geschichte. So. Das ist jetzt auch genommen. Da gehe ich hier nochmal drauf für noch mehr Kanonen. Ausgezeichnet. Ich halbiere die hier. Hau da drauf. Kann jetzt mit denen da schon mal hingehen. Halbiere die Truppe da, halbiere die Truppe da. Und jetzt wird hier mit Höchstgeschwindigkeit hier erstmal alles besetzt. Die geht schon mal dahin, damit ihr in alle Richtungen eingreifen könnt. Aber ich glaube, da passiert nicht mehr viel. Ja, da unten ist relativ schnell schon Schicht im Schacht. Das habe ich auch schon genommen. Versenke gerade die Flotte von denen. Oh, das mamelukische Flaggschiff wurde versenkt. Und tschüss. Ich hätte es aber eigentlich ganz, ganz gerne erobert. Naja, man kann nicht alles haben. So, ja, ist doch wahr. Du gehst da noch hin. Du da noch. Du gehst... Ich weiß es nicht, da noch hin. Ich weiß nicht, wie viel ich hier noch zu erwarten habe. Aber wir besetzen jetzt hier gerade in den gesamten Nahen Osten. Ach, warte mal, da findet irgendwann eine Anlandung statt. Lustig, wie sie hier jetzt anlanden. Na gut, wenn sie meinen. Die Festung ist gleich fertig, das ist gut. Ich habe ein bisschen Respekt davor, dass eventuell die Ottos mich angreifen könnten. Aber sie tun es nicht. Ich bin ihnen sehr dankbar dafür. Da laufen auch gerade eben ein paar Mann rum. Wo kommen die denn her? Gut, wir sehen hier, ist eine ganze Menge als Feind noch deklariert hier. Wir müssen viel erobern. Wisst ihr, was witzig wäre? Religion erzwingen. Im großen Stil. Das können wir aber nicht, ich weiß. Das ist nicht möglich. So, haben wir da unten nochmal eine kleine Truppe gekillt. Das geht hier wirklich gerade extrem schnell. Boah, ich muss da noch echt weit runter. So, du kannst das ja noch holen, genau. So, du gehst dahin. Du kannst schon mal auf den da wieder drauflaufen. Hier komme ich gerade eben an. Dinge, die ich beobachten muss.
alles. Alles gleichzeitig. Du gehst darüber. Du gehst auch darüber. Ich weiß gerade eben nicht, was ich mit dieser 14er Einheit machen soll. So, und du gehst auch darüber. Du kannst hier noch weitermachen, das ist schon wieder eine Festung. Der Suezkanal, da komme ich halt nicht durch, ne? Was ist hier los? Hier müssen noch Schiffe repariert werden, die sollen auch ruhig noch repariert werden. Ich weiß, dass hier eine größere Armee irgendwo ist. Sag mal, ey, dieses dämliche zu hohe Steuern, könnte das mal aufhören? Ich finde das lästig. Es dauert echt lang, da runter zu laufen. So, ich halbiere die Truppen. Um das hier auch noch schnell zu nehmen. Das ist auch schon direkt genommen. Komm, dann gehen wir jetzt noch dahin. Ich nehme jetzt diese Gebiete ein, so schnell ich kann. Er ist jetzt hier. Okay, ich halbiere dich. Dann kann schon mal ein Teil dahin gehen. Wir machen das gerade schon wirklich sehr schnell. Ich muss echt immer diese Korruption loswerden. Langsam aber sicher fängt sie an, mich zu ärgern. So, du gehst da noch hin. Du da noch hin. Den halbiere ich. Kann schon mal einen dahin schicken. Das haben wir auch. Dann gehst du dahin. Kommt, beeilt euch. Ich weiß gar nicht, wo die Truppen von denen sind, aber ich nehme es halt einfach ihr ganzes Land ein. Du mögest da noch hingehen. Die Meinung von Aragorn darf sich ruhig über mich verändern, und zwar zum Negativen. Das stört mich überhaupt nicht. Jetzt kommen da die ganzen Rebellen hoch, ey. Also manchmal habe ich das Gefühl, die Rebellen kommen absichtlich nur hoch, damit du auch ja nicht angreifen kannst, wisst ihr? Das ist so ein bisschen das Gefühl, was ich habe. So, also ihr seht, die Offensivideen haben wir richtig durchgepowert. Ja, da muss ich jetzt halt gleich mal mich drum kümmern, ne, in absehbarer Zeit. So, bitte du das dann noch schnell machen. Das nächste wurde besetzt. Also hier hinten scheint keine echte Gegenwehr mehr stattzufinden. Die Schiffe sind alle repariert, das heißt, ich kann es hier rüber segeln. Das ist nicht gut. Ich möchte gerne, dass sie gehen. Und zwar schnell. Da bin ich ja froh, dass ich das noch gesehen habe. Wenn plötzlich 30.000 Mann aus dem Nichts auftauchen. Oh, das ist heftig. Schaffen die das? Ich glaube, die schaffen das nicht. Nee, diese 14.000 Mann werden hops gehen. Ah, oder sie brechen es einfach ab. Ja, wenn sie ihren Move abbrechen, dann schaffe ich das. Das ist klar. So, was ist hier noch eigentlich alles Feind? Gar nichts. Ja doch, der Jemen da unten. Ja, der Jemen. Jemen wäre witzig zu konvertieren. Wird aber wahrscheinlich eher nicht passieren.
Okay, also ich habe demnächst tatsächlich fast ganz Mamelukenreich jetzt besetzt. Komme ich hier schon im Jemen an? Habe ich nichts dagegen, die jetzt hier zu besetzen? Hier muss ich jetzt halt echt gucken, dass ich jetzt wieder zurück in mein eigenes Gebiet komme, wo ich ein bisschen safe bin. Ich gebe auch absichtlich keine Machtpunkte gerade eben aus. So, das wurde jetzt auch besetzt. Das ist Wüste, da kann man nicht hin. Da kann man aber hin. Und da kann man hin. Ey, ohne Witz, ich bin so froh, dass die hier echt entkommen. Nehmen die das hier gerade eben einfach wieder zurück. Ja, Jemen ist mir egal, den greife ich jetzt hier gleich mit den Truppen hier an. Und dann werden die ihre Meinung über diesen Krieg wahrscheinlich relativ schnell ändern. So, ich habe Djerba genommen. Gut. Beziehungsweise, ihr bleibt hier und lasst euch mal von meiner Flotte wieder zurückbringen. Ach du Scheiße, was ist da los? Das Land Kleve, unsere Glaubensbrüder und Schwestern fordern die Unterstützung im Krieg. Kölnische Rückeroberung von Kleve gegen Köln. Wir sind der Verteidiger des Glaubens. Köln ist mit Großbritannien verbündet. Wenn wir nachkommen, die Kleve. Warte mal, gegen wen geht's? Gegen Köln? Ich muss mir das gerade eben erstmal anschauen. Köln. Köln ist so. Ne. Dann verliere ich halt den Verteidiger des Glaubens gerade eben. Aber sorry, das kann ich gerade nicht machen. Das wäre ja Wahnsinn. Versammeln wir mal die Truppen hier. So, alle. Halt, nein, ihr sollt hier stehen bleiben. So, dann verschiffe ich die Truppen mal dahin. Dann kannst du schon da reingehen. Du schon da reingehen. Du marschierst auch darunter. Wir haben das jetzt hier genommen. Krieg ich die, wenn ich da reingehe? Nein, die krieg ich nicht. Ja, die dödeln da oben halt rum, das kann mir egal sein. So, wir gehen jetzt da runter und werden es den Jemen angehen. Muss mal gerade mal gucken. Nur die Mamelucken haben keinen Bock mehr. Macht eigentlich Kastilien irgendwas? Ja, Kastilien macht schon was. Man kann nicht sagen, sie würden nichts tun. Es fühlte sich gerade nur ein bisschen komisch an. Kommst auch hierher und gehst schon mal auf diese Festung da drauf. Meine Schiffe kommen jetzt hier angeschippert. Ich könnte auch tatsächlich. Also ich muss ja auch irgendwas am Horn von Afrika machen, ne? An und für sich ist das gar nicht so blöd. Das gucke ich mir auf jeden Fall an, bevor ich hier irgendeinen Frieden mache. Ach, da ist noch eine Festung. Da könnt ihr mal ein paar Kanonen draufsetzen. Wir würden da was machen, Provence. Ja, lauft ruhig durch. So, jetzt sind wir hier schon bei 35%. Du bist da auch mit drauf. Ne, warte mal, du nicht. Der andere Zehner, der geht da mit drauf. Du gehst nirgendwo hin, du wartest jetzt hier. Du kannst die Hilfe von denen hier brauchen. Kriegsgrund gegen das Osmanische Reich, den ich aber nicht umsetzen werden können. Hinterlistige Schmuggler, ja. Das ging schnell, Freunde. Das ging wirklich schnell.
Okay, wir holen die uns jetzt hier. Jetzt werden die sich gleich wieder zurückziehen. So, jetzt haben wir Zabit besetzt. Ich kann da nirgendwo hinlaufen. Ich kann höchstens da rein. Ja, die sollen da drüben das schön hier weiter ausfechten. Wir Juggernauten jetzt auf die da drauf. Da kommt's zur Schlacht. Naja, Schlacht. Es ist sehr übertrieben, das eine Schlacht zu nennen. So, runterwärts. Ich bin halt schneller als die, das ist der große Vorteil. Durch meinen Kommandanten. Der hat mega krasse Manöverwerte, ne? Deswegen kann der überall hinrennen. Ach, guck mal, von hinten kommen sie auch wieder an. Ja, die versuchen jetzt halt von überall rumzutrollen. So, wir haben jetzt hier die nächste, ja, nicht Festung, aber weiteres Gebiet erobert. Ich kann hier leider nicht durch, wie man sieht. Ich muss warten, bis die Festung genommen ist. Freundchen, du gehst da nicht durch. Nein, nein, nein. Das da unten ist alles Jemen, wie ich gerade eben sehe. Oh, Jemen, nee. Entschuldigung, ganz schlechter Wortwitz. Ja, gut. Ich gucke gerade eben bloß, was ich machen könnte, aber halt leider nichts. So, wir haben das nächste besetzt. Du gehst dahin. Ne, du gehst dahin und du dahin. Die Mamelucken fangen jetzt an, hier wieder zurückzuerobern. Aber ich glaube, ich habe jetzt gleich die Hauptstadt vom Jemen. Da sind eine Menge Truppen auf einmal. Wow. Ich kann die jetzt hier abfangen und ich will das auch. Ich will die Schlacht jetzt hier schlagen. So, Darlehen zurückbezahlen. Jetzt habe ich keine Schulden mehr. Okay, die haben absolut keine Chance. Das gab sogar einen Stackwipe hin. Nächste Belagerung ist erledigt. Die haben gegen die kirchlichen Truppen keinerlei Chance. Ja, oder besser gegen die Soldaten Gottes. Natürlich, ja, ja. du holst das dann noch. Jetzt muss ich schauen, ne? Wenn die da drüben zu viel erobern, ist das natürlich doof. Ey, ihr wollt mir ernsthaft erzählen, dass Kastilien hier... Ne, Kastilien verkackt, nicht Kastilien... doch, Kastilien verkackt, aber nicht so, wie ich gedacht habe. So, du da rein. Du da schon mal rein. Ne, wir nehmen das da, dann könnt ihr nicht mehr drüber. Du nimmst das da bitte noch. Ich halbiere die jetzt hier alle. Die dahin. Und du dahin.
Also Jemen ist auf jeden Fall viel größer, als ich gedacht habe. Ich habe echt gedacht, es wäre nur das, aber nein, die sind schon relativ groß. Nee, wisst ihr was? Ich bleibe bei meinen Truppen beieinander. Alle beieinander. Alles andere ist zu gefährlich. Was ist denn die Hauptstadt von denen? Ich weiß das gar nicht. Vielleicht habe ich die ja schon. Nee, Jemen ist auf jeden Fall noch zu hoch motiviert, als dass sie, ja, okay. Die sind zu hoch motiviert. Du bleibst jetzt stehen. So, sehr gut. Truppe geschlagen. Da weitergehen. Da weitergehen. Da fehlen einfach noch ein, zwei entscheidende Sachen. Die Festung haben wir auch gleich. Da kann ich noch hingehen. Boah, gleich mal hier. Richtig reingezimmert hier. Von minus 42 gefühlt gleich auf 0. So gefällt mir das. Bald sehe ich ja so 1000 Mann. Geh da noch mit drauf. Das ist auch noch ein bisschen Belagerung. Ist hier noch hin. Ohne Witz, die holen hier alles wieder zurück. Ich muss halt echt erstmal irgendwie eine Nation, sowas wie den Jemen, rausnehmen. Sonst wird das nix. Ist einfach zu viel Fläche. Okay, wir haben das da. Dann holen wir noch ganz schnell das. Wenn wir ohnehin da sind. Die Mamelucken haben keinen Bock mehr, das ist offensichtlich. Die Frage ist, was kann ich alles aus denen machen? Okay, der Jemen möchte jetzt auch gehen. Reden wir doch mal mit dem Jemen. Kriegsreparation kann ich auf jeden Fall machen. Plünderung der Hauptstadt kann ich machen. Und ich gucke, dass ich sie schwäche. Sowas hier in der Art und Weise. Und jede Menge Geld. Na gut, das geht nicht. Also gut, ich nehme jetzt auf jeden Fall den Jemen raus. Dann sind sie sehr, sehr schwach. Das ist der stärkste Verbündete von ihnen. Kernprovinzen zurückgeben werden sie nicht machen. Also gut, die Sache mit dem Jemen ist durch. Das heißt, wir können jetzt wieder hochgehen. Dahin. Und wir sammeln uns jetzt hier erstmal mit unseren Truppen. Hier. Okay, dann macht euch mal auf den Weg. Das hat auf jeden Fall eine Menge Kampfkraft für sie gekostet. Na, wie ihr seht, nur noch diese Gebiete, relativ kleine Gebiete. Sollte mir eigentlich auch Zypern holen, stelle ich gerade eben fest. Auch wenn der Kampf dadurch jetzt wieder ein bisschen länger dauert. So, ich breche das ab. Was ist da los? Landshut hat Krieg mit Dänemark. Klar, will durch mein Land. Das ist einfach immer so köstlich. So, du gehst dahin. Ach nee, dahin. Und einer dahin. Jetzt kann die Mamelucken da von da unten keiner mehr retten.
Das ist entscheidend für den weiteren Kriegsverlauf. Marokko läuft hier noch rum. Man merkt, dass Kastilien echt darunter leidet, dass sie Aragon nicht mehr haben. Das ist für sie richtig, richtig schlecht. So, das nächste besetzt. Wir holen jetzt einfach alles wieder zurück. Admin-Macht oder Prestige? Ich habe aber schon... Oh, warte mal, 10% mehr Disziplin. Wow, aber ich nehme die Admin-Macht. So, lala. Du gehst dann noch dahin. Und da noch 10 hin. Und ich muss jetzt auf die anderen warten, weil die so scheiße langsam sind. Okay. Dann führt uns unser Weg jetzt dahin. Ich halbiere auch diese Truppe hier zum Erobern. Die haben die Festungen zum Glück noch nicht genommen. Sie arbeiten zwar dran, aber sie haben sie noch nicht und deswegen können sie mir noch nicht auf die Pelle rücken. So. Jetzt rücke ich ihn auf die Pelle. Das wird ihnen nicht gefallen. Importe konkurrieren mit Qualitätswaren unseres Landes. Unverschämtheit. Ja, da hole ich mir aber lieber den Merkantilismus, oder? Frankreichs Meinung geht hoch. Ne, ich hole mir den Merkantilismus. So, du kannst schon mal dahin gehen. Bin gerade sehr glücklich, wie das läuft. Ich habe die Mamelucken schon ganz anders erlebt. Bei besagten Byzanz-Let's Play zum Beispiel. Okay, jetzt rückt ihr da hoch. Du bist dahin. Und du dahin. Und jetzt guck ich mal, dass ich mit meiner Flotte schon mal dahin gehe. Die sind jetzt halt einfach wieder teilweise abgehauen, das sieht man. So, und ich kann die Ideengruppe abschließen. Yeah! Ausgezeichnet. Kostenlose Richtlinie verfügbar. Bewegungsgeschwindigkeit. Oh, das wäre krass. Oder noch mehr religiöse Einheit. Anti-Ketzerei-Gesetz. Missionsstärke Heretiker. Das will ich haben. Aber hier ist eins kostenlos, ne? Das ist halt kostenlos. Aber ich hole mir das hier trotzdem. Auch wenn ich jetzt hier weniger dadurch bekomme. Ich will beides haben. So, du gehst da hin. Du haust jetzt da einfach drauf. Du gehst direkt dahin, du dahin und du dahin. Die haben sich jetzt hier wieder vereinigt. Schon 88%. So, also wie gesagt, Zypern werde ich ihnen nicht lassen können. Okay, das ist echt krass, wie ich die zerlegt habe. War sogar ein Stack-Wipe. Bin selber beeindruckt gerade eben von der Leistung meiner Armee. So, euch zusammenschließen hier. Du holst das dann noch wieder zurück.
Dann werde ich eine Armee nach Zypern verlegen, sobald es geht. Ich glaube, ich weiß auch schon, welche das sein wird. Die da nämlich. Ihr geht dahin. Euch schließe ich hier zusammen. Das muss ich eigentlich nicht unbedingt haben, aber ich will es trotzdem. Ich bin. Ach, ist mir egal. Das ist mir egal, das bringt mich nicht um. Und raus, Männer. Aleppo wurde besetzt. So, jetzt gehen wir hier weiter. Du kannst das schon mal hauen, weil sonst nehmen die mir da unten alles wieder ab. Ich guck mal gerade eben, ob ich nochmal irgendwie einen General rollen kann. Oh, Baby! Yes. Da gibt's schon ein paar coole Typen. Vor allem, weil ich jetzt halt auch noch mehr Soldaten haben kann, ne? Macht das schon Sinn, jetzt hier noch einen dritten General zu haben? Der ist zwar nicht so schnell, aber der hat deutlich mehr Kampfkraft als er hier. Gott, braucht der lang. Bin schon bei 31 Minuten, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber ich will diesen Frieden noch gemacht haben, Leute. So ein 100% Frieden soll es werden und das muss mit dabei sein. Guck mal gerade da hinten. Die wollen alle noch nicht rein oder raus. Okay. Wir haben die Möglichkeit. Absolutismus jährlich plus 1. Das finde ich sehr gut. Administrative Effizienz ist aber auch gut. Ich nehme den Absolutismus jährlich. Und als nächstes werde ich dann die administrative Effizienz wählen. Jetzt sind wir halt in dem Zeitalter, in dem es halt so richtig abgeht, ne? Na, leider hat sich hier nichts getan. So, wie gesagt, wir nehmen das hier ein. Das muss sein. Die belagern hier gerade eben Dinge zurück. Zypern fällt leider nicht. So, die Mamas wollen schon wieder Frieden. Ich muss aber erst Zypern haben. So, das hier haben wir jetzt auch wieder geholt. Du kannst jetzt wieder da hochmarschieren. Ein Teil schicke ich da runter. Zypern ist immer noch nicht gefallen. Hammerhart. Jetzt ist Zypern gefallen. Okay, wir stehen bei 99%. Besser wird's nicht. Wir machen den Frieden. Und zwar, wie gesagt, ich möchte Zypern. Ich möchte das. Ich möchte das. Ich möchte das. Kann ich das auch noch holen? Inklusive Kairo? Das geht eigentlich sogar, ja. Den Suez möchte ich auch noch haben. Dann kann ich den Suez-Kanal bauen, theoretisch. So, das hier kann ich leider nicht mehr nehmen. Und es gäbe wenige, die das total missbilligen könnten. Das hier soll es sein, Leute. Wie viel Geld geben sie mir noch? Ja, nicht so viel. Ich habe ja ihnen de facto schon quasi alles genommen. Sie bis auf das Hemd ausgezogen. Okay. Das sind unsere neuen Gebiete und sie werden alle relativ problemlos gekort. Das war ein unglaublich, ja, langer, aber überraschend leichter Krieg. So, ich gehe mit meinen Männern jetzt hier rüber wieder. Und verabschiede ich mich von euch an der Stelle. Bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage, macht's gut, bis zum nächsten Mal, schöne Zeit.
Tschüss und Ade.